Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Wir haben die Woche 3 des Weihnachts- oder des Winter-Updates von Adopt Me und heute bekommen wir ein neues Haus. Da sind wir gespawnt und schon wird es hell. Das ist doch mega perfekt. Normalerweise filme ich irgendwie immer, wenn es dunkel ist. Dieses Mal ist es endlich hell. Die Sugar ist mittlerweile ein Teen und während ich sie mal ganz kurz aufs Piano setze, verlassen wir das Haus, denn als allererstes schauen wir uns das nagelneue Haus an. Wir haben aber nicht nur ein nagelneues Haus, sondern auch ein neues Rentierrennen. Darauf freue ich mich mega. Ich hoffe, wir bekommen das noch. Während ich filme, dann probieren wir das gemeinsam aus. Und wir haben 2 neue Pets bekommen. Aber als erstes möchte ich unbedingt das Haus sehen, denn ich möchte es mir unbedingt kaufen. Es ist nicht das letzte Haus. Wartet bitte. Hier, oder? 2.999 Bucks. Das ist cool. Ja, Gott sei Dank. Ich habe genügend Bucks gesammelt oder gespart, erwirtschaftet, dass wir uns das Igloo Home jetzt kaufen können, dass ihr es euch erst kaufen müsst, wenn ihr gesehen habt, wie es innen drin aussieht. Bills! Das sieht ja mega... Oh mein Gott, das sieht mega... Und ich habe einen Frosch im Hals. Ich habe was getrunken. Ich hoffe, jetzt geht es besser und oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist sogar ein Weihnachtsbaum, aber jetzt wartet mal. Paint Color ist hier orange. Ich sehe hier nichts Oranges und ich schreie, glaube ich, schon wieder, weil ich mal wieder hysterisch bin. Ich glaube aber, es hat sich nichts geändert, oder? Ich glaube nicht. Das ist das süßeste kleine Haus ever. Guckt mal. Ein kleines Iglu. Es ist mega putzig und hier sind die kleinen Schneemänner. Ich glaube, man kann jetzt auch einen Schneemann kaufen und wir haben das Reindeer Race. Das bedeutet, wir machen jetzt in 33 Sekunden erstes Reindeer Race und danach gehen wir rein ins Iglu und als letztes gucken wir uns natürlich dann noch die Pets an. Ein paar Sekunden später. Da werden wir reingezogen und als ob. Okay, Race in Reindeer. Geht's los? Jetzt geht's los. Oh mein Gott, was muss ich machen? Okay, wir müssen durch diese Hoops und die Geschenke, glaube ich, einsammeln, oder? Funktioniert so. Wir müssen... Ist da vorne der Weihnachtsmann? Müssen wir einfach hinter dem Weihnachtsmann her? Ich glaube schon. Wartet, wir müssen ein bisschen weiter runter. Oh Gottes Willen! Geschenk! Ja, ja, ja. Oh Gottes Willen! Ja, ja, ja! Oh, also bis jetzt... Oh Gott, ich stelle mich ein bisschen an, es tut mir leid. Aber ich mache das auch wirklich zum ersten Mal. Oh, lalala. Jetzt haben wir ihn doch gleich. Jetzt haben wir ihn doch gleich. Okay, nee, also natürlich nicht wirklich so, wenn ich mich weiterhin so anstelle. Aber ja. Das hat 3.487 Gingerbreads gebracht. Auf einem privaten Server. Ernsthaft? Das ist mega cool. Ich frage mich jetzt, ob man mehr Gingerbread bekommt, je schneller man den Weihnachtsmann fängt. Oder ob einfach diese Geschenke, die ich jetzt hier aufgesammelt habe, 10 an der Zahl, eben auch dazu beitragen. Das hat mega Spaß gemacht und das wird definitiv mein absolut neues Lieblings-Minigame. Aber wir sind zurück bei unserem wunderschönen Iglu, das halt einfach zu Weihnachten mega gut aussieht. Und ich bin gespannt, wie es drin aussieht. Es ist kein Robux-Haus. Das heißt, ich habe jetzt nicht mega viel erwartet. Aber das sieht ja schon mal mega süß aus. Guckt mal. Wir haben hier quasi so den Gang. Und dann gehen wir hier rein und haben ein riesengroßes Wohnzimmer. Das ist richtig groß. Das erinnert mich an mein Japan-Haus. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Das hatte ich ja komplett eingerichtet. Oh mein Gott, ist das süß. Das ist ein Hund. Ich glaube, es ist ein Hund. Und hier kann man sich hinsetzen. Also ich habe ja hier damals auch das Wohnzimmer gemacht. Ich verlinke euch einfach mal die Roomtour von meinem Japan-Haus oder von meinem... Oh, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern, wie das Haus eigentlich heißt. Aber ich verlinke es euch einfach mal im i. Da könnt ihr die Roomtour angucken, wenn ihr möchtet. Aber für 3000 ist es schon ganz okay. Wobei, ich glaube, dass mein Haus, das ich damals eingerichtet hatte, weniger gekostet hat. Und ähnlich groß war, glaube ich zumindest. Okay. Hier ist quasi, es könnte so eine Speise sein oder ein Abstellraum. Hier ist die Küche und da macht es natürlich Sinn, dass hier die Speise ist. Ich bin jetzt gespannt, was hier drin ist.
noch ein Raum. Was könnte man denn da noch reinmachen? Hinterhalb von der Küche. Also vielleicht Abstellraum und Speise oder so. Das ist schon ein ziemlich süßes Haus. Das gefällt mir mega gut. Ich glaube, dass mir die Wandfarbe ein bisschen zu kitschig ist. Aber die Größe des Hauses ist echt schön. Also das sieht echt gut aus. Wie gesagt, ähnlich wie dieses eine Haus, das wir vor einem Jahr auf 2 bekommen haben. Wie viele Zimmer gibt es denn da? Okay, das ist auf jeden Fall ein Badezimmer. Theoretisch, was man machen könnte, ist, man könnte hier das Bad machen und hier das WC. Das wird irgendwie ganz gut passen hier, glaube ich, weil meistens braucht man ja nicht so viele Räume, oder? Also ich mache es mittlerweile, oh mein Gott, ist es auch neu, oh, das sieht mega süß aus. Mittlerweile macht man es ja oft so, vermutlich macht es niemand anders so. Oh nein, jetzt wird es dunkel. Ich mache es oft so, dass ich die Räume, die ich nicht brauche, einfach ein bisschen abtrenne von dem Rest. Das ist einfach, dass man nicht erschlagen wird von dem riesengroßen Haus. Aber ich hätte gesagt, es passt hier sehr, sehr gut alles. Man kann hier eine riesengroße Villa draus machen oder eben ganz, ganz klein. Und seht ihr das? Da gucken die Fernseher. Oh mein Gott, das ist mega süß. Wir haben keine zweite Ebene. Was ich aber ehrlich gesagt auch nicht schlimm finde, denn das Haus ist groß genug, dass man aus diesem Haus letztendlich alles machen kann, was man möchte. Es hat natürlich auch keinen Pool, weil es ist kein Robux-Haus, aber ich finde dieses Haus echt mega schön. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Habt ihr euch das Haus gekauft? Oder eher nicht? Und ich musste gerade unbedingt nachgucken, wie das Haus heißt. Und es heißt Luna House. Dann sind wir im Weihnachtsdorf und die Sugar möchte in die Schule. Why? Warum willst du jetzt in die Schule, Sugar? Wir müssen die neuen Pets finden. Wir haben 2 neue Pets. Oh, da hinten sind sie. Und hier ist der nagelneue Schlitten. Der kostet 50.000 Gingerbread. Aber der ist ziemlich cool, denn wenn ihr mit diesem Schlitten fährt, dann bläst er hier hinten Schnee raus. Was ich ziemlich cool finde, aber 50.000 Gingerbread. Ich habe jetzt gerade 55.000 Gingerbread. Und ich möchte erstmal alle Pets haben. Da sind die beiden Pets. Step Lion oder Steppy Lion? Du bist ja schön. Bei Steppy Lion 25.000 Gingerbread. Haben die den günstiger gemacht? Ich glaube, sie haben den günstiger gemacht, oder? Weil hieß es nicht irgendwie, der kostet 40.000? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Der ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also 25.000 Gingerbread kaufen wir einen. Oh mein Gott. Oh! Das ist mega putzig, oh mein Gott. Seht ihr die Streifen auf seinem Rücken? Oh, und der kleine Schwanz. Oh mein Gott, bist du süß. Hm, aber könnt ihr mir sagen, warum wir mittlerweile alle Pets so starr halten? Kein einziges neues Pet wackelt mehr mit den Füßen. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine der Sachen, die mir tatsächlich am meisten gefallen an, weiß ich nicht, ich glaube irgendwie allen Pets. Und wenn ich jetzt ihn hier in die Hand nehme, dann wackelt er trotzdem mit dem Kopf und ein bisschen mit seinem Schwanz. Oder die Crow zum Beispiel. Was macht Damon? Ja, seht ihr? Frostbush machen wir jetzt gerade nicht. Und die machen irgendwie alles. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel Princess in die Hand nehmen. Sie heißt noch A, weil ich mit ihr ein Bild gemacht habe. Aber seht ihr das? Die sehen alle so lebendig und süß aus, wenn wir sie halten. Und die neuen Pets, die sind alle mega starr. Das finde ich echt schade. Ich weiß nicht, warum sie das so machen. Das sieht eigentlich fast aus wie ein Plüschtier, oder? Aber ansonsten ist der mega süß. Mega detailliert, mega schön. Ich würde mir jetzt, wie gesagt, einfach nur wünschen, dass die Animationen wieder ein bisschen schöner werden. Und dann haben wir noch... Oh mein Gott, wie süß bist du denn? Ein Snowball-Pet. Oh mein Gott, also ihn brauche ich auch unbedingt. Er kostet 99 Robux und er ist echt zuckersüß. Für 99 Robux ist es eigentlich echt okay, oder? Jetzt wartet. Oh. Ich habe keine 99 Robux mehr. Nein, ich bin Robux-pleite. Ernsthaft? Ich glaube, ich kann dich heute noch nicht kaufen. Kleines Snowball-Pet. Es tut mir leid. Aber ich verspreche dir, ich kaufe dich noch. Dann war es aber mit dem Update von Woche 3 in Adopt Me. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was findet ihr an diesem Update am besten? Den Löwen? Den kleinen süßen Snowball? Das Haus? Oder...
das ziemlich coole Rentierrennen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne Like, Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!